Moin, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Last Epoch Let's Play Part 144 mit dem schönen Hexenmeister Spin. Jo, wirklich ein toller super Beat und macht sehr viel Spaß mit dem Riss und dann noch ein bisschen, ja, so Kügelchen werfen. Ziemlich geil und dann wieder schön fluchen und mehr Kügelchen mit Mana-Probleme. Das war der Beat. Ja, also es ist jetzt nicht ein komplizierter Beat und ja, geht easy. Und wir haben den Löffel. Wir haben einfach das einzig benötigte Item, was Unicode das Set ist, gefunden. What the hell is that? Wie funktioniert das? Ich glaub's ja nicht. Meine Güte, ich bin völlig geflasht. So, genau hier. Schutz, immer schön Schutz. Das haben wir hier, Blitzschaden. Ja, komm, nehmen wir mit. Dann hier müssen wir, genau da unten haben wir schon mal Punkt. Ich mache mal hier oben Punkt und jetzt weiterhin hier. Weil dieses, ja, Verwelken ist natürlich sehr stark. Macht uns sehr viel zäher. Jo, rüsten wir den Löffel aus, haben aber kein Schild gerade per Hand. Ja, das ist ein Helm. Ja, gut. Können wir vielleicht ein Schild irgendwo finden? Nö. Körperliche Schaden, Zauberschaden, okay. Vielleicht hier oben ein Schädel. Ja, das ist ein Schild sozusagen. Gut. Ja. Und wieso geht die nicht mehr kaputt? Die sollten noch eigentlich weg sein. Hm, kaputt gehen. Naja, egal. Also, jetzt haben wir den Löffel gefunden. Ich wollte eben mit euch, ja, eigentlich in diesem Part diese Farm, diese Timeless Sorceress und, ja, zeitverlorenen ja, Zauberer oder so. Damit da der spawnt, aber ja, ich hatte mit anderen Charakter, die ungefähr im gleichen Level sind, nicht so viel Glück. Ja, mehr weit bin ich ja jetzt in dieser Season, in diesem Cycle noch nicht. Ja, es fehlte mir an Zeit. Ich hatte immer sehr viele Untersuchungen wegen meinen zwei schlimmen Krankheiten. Aber, jo, jetzt bin ich erst nach Hause gekommen. Ich war an einem Fußballmatch, also Spiel von SC Dornach. Okay, der ist weg, weil wir hier schon mit ihm geredet haben, glaube ich. Ja, kann sein. Und, genau. Jetzt bin ich erst nach Hause gegangen, habe etwas aufgewärmt, was ich am Mittag schon gegessen habe. Und jetzt bin ich natürlich doch auch ein bisschen heißer und so. Aber es geht. Also, ja, die wir jetzt noch aufnehmen, hochladen und dann nochmals ein bisschen ausruhen. Geht schon. Ja, und ich freue mich halt riesig, immer Last Epoch zu spielen, weil es einfach ein fantastisches Spiel ist. Jo. Die Diablo 4 Spieler im Planet Diablo.com oder so, im deutschen Forum, ich glaube, der ist es, die haben schon ein bisschen sarkastische Sachen gemacht, weil Diablo 4 hatte ja noch mehr Serverprobleme. Und jetzt bin ich mehrmals auch hier nicht reingekommen, beziehungsweise konnte nicht in eine Stadt wieder teleportieren. Jo, genau, und hatte ja im letzten Part nicht mehr Zeit. Ich musste also alles wieder hier hinlaufen von Anfangs letztes Levels im Gebiet. Aber okay. Und ich bin gestern immer noch um 3.40 Uhr am Spielentwickeln gewesen. Da bereite ich mich gerade vor, schreibe Scripts und so Sachen, die ich dann einfügen kann. Und ich will ja so schnell wie möglich ein richtiges Hack and Slay draus machen. Und später dann, wenn ich genug Geld habe, Server. Jo. Ich freue mich schon riesig auf, jo, ein Spiel, das, jo, ziemlich kosten, also, ja, es wird kostenlos sein, aber einfach besser entwickelt wird als von einem großen Studio. Also, Ding, Last Epoch werde ich wahrscheinlich nie übertrumpfen können alleine, das ist ja klar. Aber es sollte euch auch ziemlich Spaß machen können. Und ich schaue auch, dass wirklich Content kommt und nicht immer nur irgendwelche Bugfixes oder so.
Das ist ja jetzt gerade Last Epoch, jo, nicht so gut gewesen, nur mit diesen zwei Charakterklassen, die sich ähnlich spielen, bin ich zum Beispiel nicht zufrieden geworden. Also bis jetzt immer noch nicht so zufrieden, die Grafik wurde ein bisschen besser, das juckt mich überhaupt nicht. Ich sehe ja eigentlich immer noch die alte Grafik so. Ja, schlecht ist es eigentlich ziemlich geupdatet worden. Schade, aber jo, kann ich sicher auch bessere Updates bringen alleine. Muss ja nicht so extremst alles schwerwiegend machen. Ich will lieber so ein bisschen ein chilligeres Spiel, wo man entweder schnell spielen kann oder langsam spielen kann und so. Und da muss ich halt schon abwägen, was ihr am besten wollt und alles. Für diejenigen, die halt mehr wollen, mehr Action und alles mögliche und mehr zu tun haben wollen, die müssen halt noch ein bisschen warten. Und die anderen bekommen einfach ein gut durchdachtes Spiel, ohne irgendwelche Game-Breaking-Bugs oder, ja, zum Beispiel K-Seller oder so, werde ich natürlich nicht so reintun, weil es einfach keinen Chat gibt in-game. Es wird nämlich sehr realistisch sein. Ihr könnt nur mit den Leuten reden oder schreiben, die in deiner Nähe sind. Ja, ich glaube, schreiben gar nicht. Wäre mal eine Überlegung möglich, oder? Dafür gibt es ja die Discord-Sachen dann. Das wäre einfach, jo. Dann so ein Diablo 2 mit Gothic gemischt. Vielleicht noch ein bisschen, jo. Einfach Gothic Multiplayer, also Gothic Roleplay drinnen. Wenn es dann selber gibt. Sonst einfach sehr tolle, ja, NPCs, die viel reden. Die euch einfach ein paar Sachen erklären ständig, also wenn du willst. Und ich habe gedacht, ich mache so eine Art Morrowind. Kennt ihr vielleicht nicht so, aber dort konnte man auswählen, was man reden wollte mit den NPCs. Und eventuell mache ich das auch für andere Spiele, wenn es realistisch bleiben kann. Wo ihr dann einfach die Leute fragen könnt und ihr dann eine Antwort geben könnt, die ja einfach irgendwie passen könnte. Jo, es gibt ein paar Sachen hier. Ja. So, dort ist weniger Intelligenz. Schutz pro Sekunde, aber ich weiß nicht, brauchen wir dort, machen die jetzt überhaupt dort? Wie viel? Nein, der macht nicht dort. Über Zeit, eine große Schaden über Zeit. Also ich nehme mal wegen den Dinge, wegen dem Schutz. So, und ja, dann gehen wir weiter. Oder irgendwas, nochmals K-Seller. Immer schön direkt sperren. Gut, hat geklappt. So, jetzt kommt der Golem, mal schauen. Das ist der Feuergolem aus Diablo 2. Der Knochenofen. Ich habe jetzt momentan einen Stone Elemental Schaman mit Avalanche. Genau ungefähr so weit, ja, ein bisschen weiter. Und mit dem möchte ich einfach ein paar Sachen ausprobieren und so weiter. Der sozusagen fertig. Also, er kann jetzt momentan um so 10 bis 12 Golems beschwören. Jetzt muss ich einfach noch Alolans so auf mehr Steine, die runterkommen, und ja, es ist irgendwie 8% Chance, dass ein Stone Elemental rauskommt aus einem dieser Steine. Und genau, das ist so ein Bild wie der Bienenbild, der halt wirklich cool aussieht mit so vielen Stone Elements. Nur die Steinelementare. Das ist ja kein Element, aber komischerweise. Ja, Eis halt. Ineinander glitschen. Also die sind wie zum Beispiel die Wölfe oder so, manchmal nach einem Gegner ineinander drinnen. So, jetzt kommt ein bisschen ein schweres Gebiet. Da gibt es ein paar Bosse, die recht schwer sind. Also nicht wundern, wenn ihr in dieses Gebiet kommt und ihr sterbt oder so. Weil vor allem die Leashes machen halt unglaublich schnell und stark Schaden.
Die sind meistens die, die mich umgebracht haben, nicht die Gebietsbosse. Die sind halt einfach neben den Leashs halt recht schwer. So, wenn er auf die geht, aber man sollte einfach hier übertrieben viele Bogen schützen. Das ist natürlich auch nicht gerade so leicht. Ein bisschen hin und her laufen. So, samt, also dieses Gebiet haben sie so mega gebufft. Das ist extremst. So, also was müssen wir hier? Hier müssen wir noch ein paar mehr Geschosse machen. Hier haben wir Blut, 30 Chance. Per Intelligenz, wir müssen mehr Intelligenz haben. Dann gehen wir hier. Chill Chance. Mit da drüben müssen wir auch nichts mehr nehmen. Ich schaue gleich mal kurz, ob wir nicht angegriffen werden. Schau mal. Also hier haben wir Ktonische. Nein, was ist das? Was ist das? Was ist der andere Skill? Auspuls. Genau, einen unten drunter, wo ich jetzt gezeigt habe. Und dann noch 4 von 4 hier und 2 von 2 hier. Machen wir doch ein bisschen Mana. Und hier ist ja ein Frierenschancen-Multiplikator. Ist nicht stark genügend. Genau, dann haben wir hier 2 Punkte. 3 Punkte brauchen wir scheinbar nicht. Oder wir nehmen 3 Punkte und noch nirgendwo anders. 1 Punkt nicht momentan. Dass wir so genügend wie möglich Schutz haben. Gut. Ich glaube, wir haben sehr viel Schutz schon. Also so viel nicht, aber immerhin produzieren wir. Aber ich weiß jetzt nicht, wie mit dem Game Breaking Bug geht. Ob der schon gefixt wurde mit 1 Punkt. Was ist das? 0.2.1 oder so. Oder erst später kommt. Oder weil wir einfach noch zu wenig Intelligenz haben für den Löffel. Der Löffel braucht schon sehr viel Intelligenz, dass wir schnell zaubern können. Also, das geht leider nicht so schnell. Also Knochenfluch brauchen wir nicht. Ja. Haben wir irgendwie einen Punkt verloren. Das ist nicht so schlimm. Ich sehe einfach dieses Blut entreißen nicht. Das ist halt irgendwie pink geworden. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie das. Ist das das ganz schnelle Geschoss gewesen hier? Ja. So, dann schauen wir auch noch in die Truhe, wenn wir hier fertig sind. Weil in der Truhe habe ich natürlich ein paar Unix gefunden, also hingelegt. Und so Sachen. Ein Shade hat einen neuen Skin. Und, sieht jetzt ziemlich geil aus. Ist so ein Fluch, was uns mit Mark. Ja, ich muss mal die Mark auf der Ding gesetzt. Ist nämlich ja, gleich geblieben mit der Stärke, aber schon ein bisschen wichtig. So, Blut entreißen. Mana Regen. Bekommen ein bisschen weniger Schaden. Nicht so schlimm. Gut, und hier haben wir gesagt, hier weiter. So. Jo. Immer schön schauen, dass man genug defensiv ist auch. Nicht immer nur Schaden. Ja, wir sind ziemlich stark. Also die anderen Beats. Vor allem der Druide, der war jetzt in diesem Zeitpunkt im Livestream. Nicht so stark. Vom Squishy. Es lag einfach daran, dass Schamane jetzt nicht so unbedingt so defensiv ist und wir einfach die Items noch nicht haben, die uns zäh genug machen. Zum Beispiel dieses eine Schild und das Zepter möchten wir eigentlich auch erstmal, bevor ich den Beta dann wirklich weitermache. Sonst wird es einfach zu schwer. Also, dass manche Beats einfach Items brauchen, die wirklich auf dem Beat dargestellt werden. Ist ein bisschen doof, aber. Jo, man muss ja halt immer abhängig sein vom Glück und. Ja, nicht jeden Beat machen. Aber der Beat hier ist gut genug. Den kann ich. Also, ich habe jetzt das einzige Unique, das ich brauche, das Set-Item, habe ich jetzt hier schon gefunden. Ja? Dank euch, dass ihr mir zuschaut, habe ich Glück. Dankeschön, Dankeschön. Natürlich zwinge ich euch nicht, also ich sag's jetzt einfach,
seid ihr, weil ich habe sonst ja kein Glück. Nix, null, niata. Netter. Niette. Oh. Physischer Widerstand. Der physische Widerstand auf Deutsch natürlich. Sehr gut. Ja, ihr gebt mir Glück, das weiß ich. Immer. Einfach durch eure Anwesenheit. Das finde ich immer so cool, wie der Gelbe jetzt kommt. Als würde man irgendwie mitgerissen werden vom Gelben. Ja, Portalrahmen. Und ich finde Nekrotik eine schöne Schadensart. Nur es haben einfach zu viele Gegner Nekrotik-Widerstände. Ich spiele es nicht so gerne, weil ja, es müsste mehr Schaden machen oder einfach ja, besser penetraten können. So, jetzt gehen wir wieder in mein Lieblingsgebiet. Den dunklen Strand da. Jo. Genau, ich möchte euch noch zeigen, ich habe ja jetzt die Bienen. Jetzt nehmen wir die Bienen. Ich nehme am besten die meisten, weil sie sind scheinbar gleich groß. Ich hätte gedacht, die kleinen sind irgendwie jo, größer oder so, aber es stimmt nicht. Also haben wir mehr Bienen. Mehr Bienen. Was machst du da? Ich. Wie heißt es? Ich besame dich. Nee, das tut weh. Die bumsenden Bienen. Ich besame dich, genau, sagt sie. Habe ich schon Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Also ich muss sagen, ich bin da nie aufgesprungen. Also es sind einfach so YouTube-Memes, so YouTube-Comics, die echt schlecht gemacht sind. Oh, ich habe einen schlechten Ping. Und einfach sehr pervers sind und so. Das holt mich überhaupt nicht ab. Ich finde perverse Witze echt nicht so spannend oder lustig. Aber Blumen müssen halt auch bestäubt werden. Und da gibt es ja noch die Lamas mit Hüten. Und dieses eine da, Lord of the Weed. Das habe ich ja gescheit damals. Aber immer direkt bei Release oder so, wenn man es einfach gehört hat. Und nicht irgendwie spät oder nicht mehr. Schon wieder neue. Geil. Oh, nicht fremd. Bin ich jetzt wieder freundlos? Das sind meine anderen Freunde, aber offline. Gut. So viel habe ich jetzt auch noch nicht. Boah, aber ganz. Das sind alles diese komischen Random-Namen von den Bots. Ich habe nur Bots gebannt. Genau hier mit dem Stolemens habe ich alle sofort getötet. Die waren so stark. Also diese Kugeln, diese Augenwesen mit diesen Kugeln sind so wenig zäh, oder? Das ist natürlich sofort angegriffen von Elementaren. Und ja, ich habe zuerst auf Elementare gemacht und dann erst auf Channeling und so. Und es hat sich wirklich gelohnt, also dass man halt wirklich gegen Boss ziemlich viel Schaden macht. Ja, ich habe ja Pebble-Set getragen. Den Stab habe ich ja noch nicht gefunden, aber das reicht ja aus. Ohne Stab. Und ja, es macht sehr viel Spaß mit Elementals. Aber eben, es ist ein bisschen ja, schwierig noch zu spielen. Also man muss wirklich das Käse ein bisschen ausdehnen. Also nicht casten, wenn man zu wenig Mana hat. Das konzentriert mich einfach zu sehr. Das würde ich lieber alleine in aller Ruhe spielen, wo ich mich auch langweilen kann, oder? In einem Video möchte ich eigentlich mich
nicht langweilen, dass ich hier auch Langeweile habe, oder? Genau. Deshalb habe ich auch nie Glück, weil ich einfach nicht so schnell vorwärts komme. Oder einfach auch wirklich Pech habe. Jo. Das ist cool, dass hier der Blitz, der Schock, gut sichtbar ist. Okay, wir gehen zur Schatztür. Schon ein Schrein ist. Oh, jetzt habe ich nicht geschaut, welchen Schrein. Ah, okay. Ein Käfer, der sich ein bisschen versteckt hielt. Ganz versteckt hielt. Ja, ja. Und der Boss wird wahrscheinlich auch kein Problem mehr sein. Der war eigentlich beim Healer-Din. Mit heiliger Hand, heilender Hand. Schon stärker. Ich möchte einen anderen Healer-Din benutzen, der eher mit Hinrichtung oder so. Ja, wie heißt es? Nicht Richterurteil, das ist anders. Also einfach mit Smite. Deutsch. Finde ich den Namen noch nicht so. Eher angreift. Ich muss da auch zuerst ein paar Unix haben. Weil der mit, wie heißt er? Heiliger Hammer noch angreift und dadurch Smite castet. Und Heilige Hand wird durch die Hämmer, glaube ich, ausgelöst irgendwie. Warte, kurzes Nahkampf. Wird also nicht eingesetzt, aber wir müssen nebendran heilige Hände auch noch verwenden. Genau. Schade, dass nur Nahkampfangriffe heilige Hände einsetzt. Es gibt aber auch ein guter Reef-Build, aber der ist Void Knight. Und der macht auch ziemlich heftigen Schaden. Aber ich merkte, ja. Es ist besser anzufangen mit einem anderen Paladin-Bild. Nicht so auf mega Heilung geht. Dass man einfach mehr Schaden macht. Da, ja, Gegner auch. Und vor allem Bosse zäh wurden. Also Gebietsbosse sind besonders zäh. Zäh als die, ja, Questbosse. Ja, und ich freue mich natürlich auf dieses Guild Fortune. Zeugs. Es gibt aber manchmal noch ein paar Best Bugs dort. Also man muss so Prophezeiungen machen. Die sind leider noch verbuggt. Boah, hey. Viel zu viel Brokkoli, den Blumenkohl gegessen. Stoßt mir wieder auf. Naja, wenn man krank ist, dann hat kein leichtes Leben. Ja, jetzt habe ich heute ein Fußballspiel geschaut. Morgen schaue ich, tue ich wieder selber trainieren. Ey, das regt auf. Es werden immer mehr und immer an schlechteren Zeiten, oder? Sonst kommen sie manchmal um 6 Uhr morgens oder um 8 Uhr morgens dann. Wenn ich wieder beginne zu spielen. Sie da, aber jetzt auch am Abend und niemand macht etwas dagegen. Also so sind die Entwickler wirklich grausam schlecht. Da einfach Spieler-Support. Sie tun Bugs nicht fixen, sie tun Server nicht anständig machen, sie machen Bots nicht weg. Sie moderieren gar nie etwas. Das ist das Problem. Als würden sie so mega faul sein und halt geizig. Aber gut, immerhin sind sie viel besser als andere. Jo. Es gibt immer wieder Entwicklerstudios, die Bugs nicht fixen. Ich wollte erst kürzlich Football Manager kaufen, 2024. Aber dort war auch immer das Problem, dass es einfach zu groß ist und manche Bugs wirklich nie gefixt werden. Dass auch gute Mannschaft gegen sehr schlechte Mannschaften immer wieder verlieren und so. Es lohnt sich einfach nicht zu kaufen. Entwickler müssen einfach diese Probleme lösen, fertig. Ich will nicht unbedingt so viele Bugs immer haben. Lol, wie cool das aussieht, wenn es in der Luft bleibt. Durch die Treppe.
Oh, den Anfangssame. Zwei Antame. Geil. So. Dann sind wir bei Zeric wieder. Jetzt nehmen wir mal die Truhe. Ja. Zeitlich wird es knapp vielleicht. Ja, nein, nicht. Aber die Truhe ist unser Ziel. Weil da habe ich erst kürzlich zwei mitnehmen können, die einen guten Stat hatten. Jetzt nehmen wir diese ja, extra Stats noch dazu, die nicht auf normalen rauskommen. Und die waren gut. Jo. Es droppen halt nicht so viele Unix oder so für Rares für uns. Aber ja, die Säulen, die sind nämlich ziemlich gut sichtbar. Dann drücke ich manchmal auf die X-Taste, damit ich sie sehe. Ja, es fehlte, machen manchmal viel zu viel weg schon am Anfang. Und dann hat man einfach nie Drops für einen. Und ich bin halt einfach so loot-süchtig. Also ich ja, bin immer so mega motiviert, wenn irgendwas Neues kommt. Vielleicht besser ist auch. Und deshalb schaue ich auch wirklich die Unix an, die nicht angezeigt werden. Zum Beispiel hier. Aber ja, es ist nicht so nötig. Wir haben jetzt eigentlich schon, ja, die Hauptwaffe. Und ja, es spielt sich wirklich super. Wir sind um einiges stärker geworden als Anfangspaus. Und vor allem die Schlangen, die sind so heftig schwer mit dem Schaman und den Stolemans, weil die Totems, die tun diesen Giftstrahl nicht ableiten, ablenken. Also die Schlangen, die tun nicht die Totems angreifen, sondern mich, und dann habe ich immer so viel Giftschaden bekommen, dass ich eigentlich immer zwangshaft einen Heiltrank trinken musste. Das ist so unglaublich stark. So ein Opfermesser möchte ich mal mitnehmen. Möchte ich sicher auch ein Gift-Pure im Bild oder sonst irgendwas anderes machen. Und ja, ich denke, mir wird es lange Zeit nicht langweilen. Ich habe ein paar Builds eigentlich vor, wo ich jetzt eigentlich jetzt gar nicht mal so dringend machen müsste, aber einfach aus Spielspaß Bits noch nebenbei ausprobieren. Geht immer. So. Und hier, am Wegpunkt. Kein Leash ist hier, okay. Ist kein Leash mehr hier. War ein bisschen zu nah am Wegpunkt, scheinbar. Ja. Also, was macht die? Was sagt die Truhe? Nicht die. Aha. Wieder einen. Okay, der andere war 16. Und der eine war, glaube ich, 17 sogar noch, der, wie ich früher gefunden habe. Ja, eine hat doch irgendwie Himmelskompass, cool, das sieht cool aus. Aber hat irgendwie jemand nicht einen Stat, so? Er hat keinen gedruckt mit dem Stat. Schade. Okay. Also gehen wir noch zum Schrein runter und dann so langsam. Dankeschön fürs Zusehen, Zeric kommt dann im nächsten Part. Und der tolle Akt 6. Jo, dann auch. Jo. Götzen. Oh, das hat sich gelohnt. Dankeschön, liebes Spiel. Also, leere Schadenlässe. Ja, Schaden mit Ehre. Gesundheit und Schadensding. Blitzlässe, Giftschaden nehmen wir mal mit. Jo, und dann noch eine Truhe. Ist schon immer hier. Also. Boah, sieht das geil aus. Okay, dann habe ich für den nächsten Part ein Bild. Jo, Dankeschön fürs Zusehen. Tschüss.